Wir entschuldigen uns jetzt schon mal für sich ständig verändernde Lichtverhältnisse. Hallo! Hallo! Wir haben heute eine weitere Folge Consider Talk für euch und diesmal haben wir uns für das Thema Organisation entschieden. Dazu bekommen wir auch relativ häufig Fragen gestellt, gerade was so unser Zeitmanagement und unsere Wochenplanung angeht. Und deshalb dachten wir, wir beantworten euch heute mal eure Fragen dazu. Passenderweise zum Thema Zeitmanagement, dieses Video ist vorgedreht. Also wundert euch nicht, dass wir anders aussehen und quasi in der Zukunft sprechen oder in der Vergangenheit. Crazy! Mindblowing. Naja, okay, wir fangen einfach mal an. Unterstrich Herzdiebin fragt, seid ihr Team Edward oder Jacob? Seid ihr Team Handykalender oder Team Papierkalender? Wenn Papierkalender, welche benutzt ihr? Diese Frage haben wir tatsächlich auch schon oft in Vlogs und so bekommen, also was für Kalender wir benutzen und so weiter. Ich bin gerade irgendwie überfordert, weil ich noch Schminke genannt habe. Ich nehme den das bitte. Wir haben beide einen normalen Papier-Terminkalender, genau. Aber ich benutze auch gleichzeitig mein Handy. Du nicht, ich inzwischen, ne? Tatsächlich, ja. Auch, ja. Ganz nach dem Motto, doppelt hält besser. Doppelt hält besser, ist auch wirklich, ja. So, ja. Schon der erste Tipp. Ja, aber echt. Aber ich könnte auf jeden Fall auf Papierkalender weniger verzichten als auf mein Handykalender. Der, ja, ist schon echt ganz wichtig. Also meiner ist von Leuchtturm und ich glaube, genau den gleichen würde ich mir auch immer jederzeit wieder kaufen. Finde ich sehr übersichtlich. Meiner ist von Korsch Verlag. Gibt es in der Meiersche, oder? Ja, und nee, der ist nicht von der Meierschen, von einer anderen Buchhandlung. Aber es gibt in fast allen Buchhandlungen. Bei der Meierschen, bei der Post, in diversen Buchhandlungen gibt es diese Aufteilung. Weil das sehr viel interessiert hat, vielleicht einmal quasi unsere Aufteilung, weil wir unterschiedliche haben und ich da auch mal in einem Blog von geredet habe. Ich habe mich für einen entschieden, der eine Wochenaufteilung hat, komplett über beide Seiten und quasi wo die Tage nebeneinander sind und nicht untereinander, weil ich das in meinem Kopf irgendwie übersichtlicher finde, wenn die Tage nebeneinander sind. Meine hat eben diese Untereinander-Aufteilung und nebendran eine Blanko-Seite. Ich schreibe meine Termine alle zum Datum, also mit Uhrzeit und Ort, wo ich wann sein muss. Und auf die freie Seite schreibe ich Sachen, die ich zu tun habe, Sachen, die ich nicht vergessen darf, Sachen, die ich besorgen muss, sowas. Dann die nächste Frage, auch ein bisschen passend dazu, von Unterstrich Lisa. Ist es für euch leicht, To-Do-Listen zu schreiben und einen Kalender zu führen oder müsst ihr euch dazu zwingen? Kein bisschen, ich liebe To-Do-Listen. Das ist, ja, finde ich, das befriedigend, sagt man befriedigend? Ja. Das Befriedigendste der Welt. Ich fühle mich so viel produktiver, wenn ich mir eine To-Do-Liste schreibe und sie abarbeite. Ich weiß genau, was ich zu tun habe für den Tag. Ich finde, man setzt sich auch realistischere Ziele, als wenn man einfach irgendwie sich im Kopf vornimmt, ich mache heute das und das und das. Wenn man genau sieht, das mache ich heute, das schaffe ich heute auch und dann am Abend, am Ende des Tages irgendwie denkt, ja, lief. Also auch die Termine in den Kalender einzutragen, ist für mich auch einfach notwendig. Das, ja, ist nicht, dass ich mich dazu zwingen muss, sondern im Gegenteil, ich wäre völlig aufgeschmissen ohne. Ich würde völlig eskalieren. Dann hat auch jemand, oder ziemlich häufig wurde gefragt, wie man sich sozusagen realistische To-Do-Listen und Termine schreibt. Sehr schwieriges Thema, aber ich wollte dazu gerne was sagen, weil ich sogar extra auf einem Vortrag zu dem Thema war. Und was ich euch da als Tipp geben kann, ist, dass, oder was dort auch oft gesagt wurde, ist, nehmt euch einfach mal einen normalen Tag oder eine normale Woche am besten und schreibt einfach auf, wie viel ihr für was braucht, also was ihr getan habt. Nicht irgendwas planen, sondern einfach aufschreiben, was ihr wirklich gemacht habt an dem Tag. Dann sieht man ganz gut, wie viel Zeit man für was einplanen muss, für was viele vergessen, zum Beispiel Wege, um irgendwo hinzukommen, Vorbereitungszeit, sowas wird oft vergessen, dass man Pausen machen muss, dass man essen muss, dass man putzen muss und so. Also einfach mal so eine Woche gucken, was ihr pro Woche sozusagen machen müsst und dann in der nächsten Woche halt dann versuchen zu planen. Und dann einfach, ich finde mal ganz gut, verschiedene Farben für verschiedene Sachen. Muss man aufpassen, dass nicht zu unübersichtlich wird. Generell dazu noch kurz, finde ich, Wochen-To-Do-Listen viel, viel einfacher abzuarbeiten als Tages-To-Do-Listen. Einfach schauen, was, wie es halt am besten zu euch passt. Das ist halt auch sehr individuell, aber... Genau, dann mit Farben arbeiten, irgendwie vielleicht nach Priorität sortieren, das mache ich oft. Oder ich schreibe nebendran dann irgendwie neben die Wochen-To-Do-Liste, was ich an welchem Tag auf jeden Fall machen muss. Und das markiere ich in verschiedenen Farben. Ja, und vor allen Dingen halt übersichtlich, sodass ihr nichts vergesst oder überseht. Und dann ist halt auch echt die Sache, das ist einfach Erfahrung. Also irgendwann merkt man halt, wann eine To-Do-Liste zu lang wird und, ja, man weiß dann ganz genau, okay, das schaffe ich einfach nicht mehr. Und manchmal kann man sich dann trotzdem draufschreiben, einfach damit man es fürs nächste Mal nicht vergisst, aber man merkt ein Buch, das ist unser Essen. Wolltest du noch was sagen? Ich kann den jetzt nicht warten lassen. Was ich auch ganz nützlich finde, ist vielleicht sich auch einfach mal Sachen aufschreiben, die erst mal offensichtlich erscheinen. Also vielleicht auch sowas aufschreiben wie Geschirr abspülen oder Wäsche waschen. Oder halt Pause machen. Oder Pause machen. Sachen, die, an die man erst nicht denkt, weil sie nicht so das Offensichtliche, weil sie nicht so zu dem Offensichtlichen gehören, was man erledigen muss. Aber erstens mal fühlt man sich besser, wenn man es dann erledigt hat und denkt, man hat doch was geschafft, obwohl es sowas Offensichtliches ist. Und zweitens bekommt man auch ein besseres Gefühl dafür, wie lange Sachen dauern und
kann es dann vielleicht irgendwann weglassen. CHRS-Vivi fragt, habt ihr einen festen Plan oder macht ihr alles so, wie es gerade passt? Also seid ihr eher organisiert oder eher Stressmenschen? Also ich glaube, die zweite Frage können wir beide sehr klar beantworten. Wir sind absolute Stressmenschen. Ich funktioniere auch wirklich besser unter Stress. Ja. Also ich kriege nichts gebacken, wenn ich nichts zu tun habe. Wenn ich weiß, das und das und das steht an, bin ich viel produktiver. Das ist bei mir haargenauso. Aber wir sind trotzdem, würde ich sagen, versuchen wir einigermaßen organisiert zu sein. Ich habe natürlich aber auch nicht immer. Also es gibt auch Sachen, die wir einfach vergessen, verplanen, durcheinander bringen. Dann zu der Frage, ob wir einen festen Plan haben oder alles, wie es gerade passt. Also ich glaube, feste Termine und alles, was halt sein muss, haben wir geplant und alles andere gucken wir einfach, wie es passt. Also irgendwie sich mit Freunden treffen und so, da kann man ja jetzt nicht einen festen Plan in dem Sinne machen. Soweit es geht, organisieren wir ganz gerne. Organisierte Stressmenschen. Ja, genau. Das trifft es ganz gut. Sarah J. 76 fragt, erledigt ihr wichtige Dinge immer sofort oder schiebt ihr auch gerne mal Sachen auf den nächsten Tag? Ja. Ich bin total der Typ, auf den nächsten Tag verschieben. Blöderweise. Also es passiert mir so oft, dass ich mir denke, so, das müsstest du eigentlich noch heute erledigen, aber es würde morgen ja auch noch gehen und dann mache ich es am nächsten Tag. Oder am übernächsten. Ich muss sagen, ich war früher noch viel schlimmer. Also bei mir hat sich das wirklich extrem gebessert. Ich wollte gerade sagen, du bist nicht so. In den letzten ein, zwei Jahren hat sich das wirklich extrem gebessert. Aber bei vielen Dingen bin ich immer noch so. Kriegen sehr wenige Menschen, glaube ich, hin. Falls ihr so seid, dann lasst bitte eure Tipps in den Kommentaren da. Denn ich würde so gerne so sein, dass man immer alle nervigen Sachen sofort erledigt. Aber das gehört, finde ich, wieder für mich zu dem Thema Stressmenschen. Weil sobald sich so ein leichter Druck aufbaut, dass man Sachen jetzt halt erledigen muss, weil es dann zu spät ist, dann mache ich es. Von Fabulis-Beauty habt ihr feste Tage für bestimmte Sachen. Zum Beispiel montags Wäsche, mittwochs saugen. Ich fand die Frage irgendwie total süß. Überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht. Bezieht sich fast wieder auf die Frage davor, dass wenn Sachen nicht mehr aufzuschieben sind, dann mache ich sie. Also wenn mein Wäschekorb voll ist, dann mache ich meine Wäsche und wenn ich sehe, man muss saugen, dann sauge ich. Also ich habe halt feste Termine pro Woche, meinetwegen festen Termin zum Arbeiten gehen, manchmal einen festen Termin zum Sport, wenn es klappt. Da sind wir überhaupt nicht so organisiert, ne? Also das ist wirklich echt, wenn Zeit ist und es absolut sein muss, dann machen wir das. Leo1998 fragt, durch welche Hilfsmittel bekommt ihr euren Tag oder das Jahr organisiert? Ja, das meiste haben wir jetzt schon erwähnt, also auf jeden Fall Kalender und Handykalender. Dann gibt es Erinnerungen auf dem Handy, finde ich auch bei wichtigen Sachen sehr praktisch. Lecker. Wecker tatsächlich manchmal einfach stellen. Freunde fragen, Eltern fragen, ob sie einen an Sachen erinnern können. Post-its, manchmal verteile ich die auch irgendwie im Zimmer. Klebt mir was Wichtiges an die Tür oder so, da wo man halt das letzte Mal hinguckt, wenn man rausgeht. Kaffee. Little Lucy 1982 fragt, passt jetzt zwar nicht zur Frage, aber wo gibt es eigentlich diesen Tee zu kaufen? Nein. Sag doch mal. Ja, das ist, wo gibt es eigentlich zu kaufen? Im Reformhaus. Im Reformhaus. Little Lucy. Messingäffchen fragt, wo spart ihr Zeit ein, beziehungsweise an welchem Teil eures Alltags spart ihr am ehesten Zeit ein, wenn es stressig wird? Also ich muss sagen, ich spare sehr schnell an Sport. Also das fällt bei mir super schnell raus, sobald ich nicht mehr genug Zeit habe. Obwohl ich weiß, dass es nicht gut ist, weil es mir viel besser geht, wenn ich Sport mache. Auch gerade bezogen auf Stress und auf sich gestresst fühlen, hilft Sport ungemein gut, aber fällt bei mir sofort raus. Ganz auf meiner Prioritätenliste. Dann, so furchtbar es klingt, und das ist auch super ungesund, Schlaf. Ja. Also wenn ich wirklich Stress habe und Sachen zu tun habe und weiß, dass ich Sachen fertig kriegen muss, dann schlafe ich weniger. So putzen. Ungesunde Kram. Putzen, ja. An Putzen spare ich dann, an Aufräumen. Der ganze Kram, an dem man sich kein Beispiel nehmen sollte, aber so läuft es halt nun mal, wenn Stress ist. Ich glaube, da aber das ist, glaube ich, auch bei jedem so, oder? An was soll man sonst sparen? Also an vielen Dingen kann man nicht sparen. An Essen spare ich nicht. Nee. Dann hatten wir eine Frage, die wir gerade nicht mehr finden, die gelautet hat ungefähr, wer oder was inspiriert euch? Also vor allem bezogen auf Zeitmanagement und Organisation. Da haben wir auch eine klare Lilly Pavels. Ja, und Viviana, das Make-up. Auf jeden Fall. Es wirkt natürlich in den Videos immer noch ein bisschen anders, als es im echten Leben ist. Die Erfahrung vermutlich haben wir ja auch, vermutlich. Es wirkt, glaube ich, alles noch ein bisschen organisierter, als es tatsächlich ist. Aber ja, man hat immer den Eindruck, dass die alles sehr strukturiert und organisiert erledigen und genau wissen, was ansteht. Vor allem, was Videoplanung angeht, Blogpostplanung, denke ich mir. Termine planen aber auch. Ja, also alles. Jedes Mal, das haben die echt drauf. Die wirken so organisiert. Also das sind echte Inspirationen für uns. Dann fragt Clarissa Abel. Keine Ahnung. Kommt ihr manchmal an einen Punkt, wo euch alles zu viel wird? Wenn ja, wie motiviert ihr euch, um weiterzumachen? Ich glaube, das ist auch völlig normal. Ich glaube, jeder hat mal Phasen in seinem Leben, wo man das Gefühl hat, mir wird alles zu viel, ich habe viel zu viel, ich komme damit nicht klar, das ist einfach zu viele Termine, zu viel Stress, zu viel Druck, was auch immer. Und vor allen Dingen, da ist auch wirklich
jeder Mensch unterschiedlich belastbar. Also manche Menschen sind irgendwie überfordert, wenn sie 1000 Sachen zu erledigen haben. Und manche Menschen sind schon überfordert, wenn sie 3 Sachen zu erledigen haben am Tag. Und das ist völlig in Ordnung. Also Stressbelastung ist so unterschiedlich. Man muss, glaube ich, einfach tief durchatmen, sich sagen, okay, das kommt mal vor. Und dann halt nach Prioritäten würde ich vorgehen. Also das, was am wichtigsten ist, erledigen. Man muss auch mal akzeptieren, dass manche Dinge dann halt einfach nicht klappen. Dass man manches nicht erledigen kann, dass man mal Dinge absagen muss. Dass man auch mal sagen muss, ich kann das nicht. Und dann einfach aufrappeln und neu anfangen. Was ich in ganz, ganz, ganz stressigen Phasen gemacht habe, war mir in meinem Zimmer auf so einem Whiteboard wirklich einen ganz genauen Plan zu machen. Also dann, wenn ich super viele Termine in einer Woche hatte, hat mir das einen total klaren Kopf gemacht, wirklich genau durchzuplanen, dann gehe ich dahin, dann gehe ich dahin, dann ist das. Also wirklich einen realistischen Plan halt machen, ne? Nicht 18 Dinge an einem Tag, sondern versuchen genau durchzuplanen, wie viel was in Anspruch nimmt und irgendwann geht die schwierige Phase hoffentlich vorbei und dann... Motivation nimmt ja jeder Mensch auch woanders her. Also mich motivieren zum Beispiel auch meine Freunde dann immer total. Ja. Also redet dann einfach mit Leuten, die euch wichtig sind, darüber, dass es euch zu viel wird. Oder lasst mal jemand anderen einschätzen, ob es tatsächlich einfach vielleicht zu viel ist und euch von jemandem sagen, dass ihr ein bisschen zurückstecken müsst. Ja. 3, 2, 1, Christina, 1, 2, 3. Vielleicht voll die überflüssige Frage, aber habe ich mich gar nicht richtig gelesen. Geht ihr meistens gestylt zum Uni? Zum Uni? Zum Uni! Wie sind gestylt zum Uni? Oder eher mal im Gammellook. Ich sah heute furchtbar aus und habe natürlich reihenweise Leute getroffen, die ich kenne. Wem passiert halt nicht. Ja, ich glaube, wir gehen beide eigentlich tendenziell, egal wo wir hingehen, meistens eher geschminkt und gestylt hin. Nicht, weil wir das nötig finden, sondern weil wir uns, glaube ich, einfach so wohler fühlen. Und vor allen Dingen, weil das irgendwie so zu meiner Morgenroutine gehört. Also es ist so integriert in meinen Aufstehensprozess, dass ich mich fertig mache. Das beruhigt mich. Ich mache das auch einfach gerne, ja. Aber es gibt auch Tage, an denen ich das nicht gerne mache und absolut keinen Bock drauf habe. Ich würde sagen, so spätestens alle 2 Wochen mal oder meistens so einmal die Woche und da gehe ich dann wirklich im absoluten Gammellook in die Bib. Also wirklich in Jogginghose mit ungewaschenen Haaren, mit Brille, nur mit Concealer und Wimperntusche, also das ist für mich wenig Schminken. Und dann sehe ich halt aus wie der letzte Gammel, stinke vermutlich auch, aber das ist, glaube ich, auch ganz normal. Ich glaube, die Message dieses Videos ist, wir sind ganz normal, alle sind ganz normal, wir sind alle Individuen. Wir sind alle gleich. Ja, aber im ewigen Kreis. Ich glaube, das war's für dieses Video. Ich hoffe, wir haben alles so einigermaßen hilfreich beantwortet. Wie gesagt, wir verlinken euch in der Infobox unseren letzten Consular-Talk. Unser letzten Consular-Talk zum Thema Studium und Lenas Lerntipps-Video. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. In der Infobox findet ihr auch immer unsere Instagram-Accounts, unseren Blog und unseren Twitter-Account. Es würde uns auch sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und dann war's das für dieses Video und wir sehen uns im nächsten. Tschüss.